Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Hallo zu Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Finanzjournalistin Sissi Heidmannick und ich haben heute wieder einen Gast. Es ist Markus Fugmann, der Chefredakteur von Finanzmarktwelt. Markus, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Wir wollen mal auf das Jahr 2020 schon so langsam gucken. Es ist nämlich unsere letzte Sendung, unsere Silvestersendung praktisch. Also schön, dass wir mit dir hier sein können. 2019 lief ja schon sehr gut. Kann sich das 2020 wiederholen? Schwieriger. Man muss ja auch mitdenken, dass wir im Dezember 2018 ziemlich einen Abverkauf hatten. Das heißt, das Niveau, von dem ausgehend der DAX dann in 2019 eine durchaus respektable Performance gezeigt hat, das wird natürlich ein bisschen schwieriger, wenn wir jetzt in der Nähe des Allzeithochs schon anfangen. Es wird volatiler, klar, wir haben viele günstige Faktoren derzeit, aber die könnten bald auch dann ein bisschen weniger werden im Laufe des Jahres 2020. Haben wir die Rezession denn hinter uns gelassen? Wir waren nie so richtig drin, wir sind ganz knapp vorbei geschrammt, aber ich glaube, dass wir nicht wirklich über den Berg sind, sondern dass da möglicherweise eine kurze Stabilisierung auf niedrigem Niveau ist, die dann allerdings wieder möglicherweise nochmal nach unten kippt, wie so ein Chart, der abverkauft wird, dann gibt es eine Erholung und dann kommt der nächste Abverkauf, die zweite Welle sozusagen, wie beim Tsunami. Was könnten da Signale sein, dass man das als Anleger so ein bisschen vorher sieht? Na, natürlich die Daten aus der Wirtschaft, die Konjunkturdaten. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, sozusagen charttechnische Gesichtspunkte mit ranzuziehen. Und vor allem ein wichtiger Punkt wird sein, werden die Notenbanken weiter so agieren, wie sie bisher agieren. Und ich glaube, da wird man im Frühling vielleicht seitens der Fed auch mal ein bisschen wieder Liquidität aus dem Markt nehmen, beziehungsweise die Liquiditätszufuhr stoppen. Und das könnte dann ein Punkt sein, wo die Märkte diese Liquiditätsfosse, in der wir derzeit ja sind, stoppen müssen. Wieso erwartest du das jetzt bei der Fed? Naja, die hat ja jetzt in sehr kurzer Zeit mit den Käufen von kurzlaufenden Staatsanleihen, mit den massiven Liquiditätsinjektionen in den Repo-Markt, teilweise 120 Milliarden Dollar pro Tag sind da reingeschossen worden. Das kann man auf Dauer nicht machen. Wenn wir jetzt mal die Bilanzsumme der Fed uns anschauen, dann ist die in sehr kurzer Zeit deutlich stärker gestiegen als bei Quantitative Easing 1 bis 3. Also das ist schon... Aber das stört die Amis ja nicht. Die Amis sind da schmerzfrei, da gebe ich dir völlig recht, Sissi. Aber die Fed muss irgendwann auch wieder die Kurve kriegen. Wir sind in einer Situation, wo die Wirtschaft ja eigentlich ganz ordentlich läuft, nicht wirklich gut läuft, aber zumindest ordentlich, besser als in Deutschland. Und wenn die Fed dann noch weiter richtig Liquidität reinschießt, dann droht natürlich eine Überhitzung. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann ein bisschen vorsichtiger wird, auch seitens der Notenbank. Du siehst ja keine nachhaltige Erholung in der Industrie und da hast du uns auch eine Grafik mitgebracht. Was sehen wir denn da? Da sehen wir das produzierende Gewerbe in Deutschland, im Volksmund auch Industrie genannt. Und wir sehen hier diesen massiven Einbruch in 2019. Das hat im Grunde der DAX in 2018 schon vorweggenommen, gewissermaßen als Frühindikator. Wir haben jetzt in letzter Zeit so ein bisschen Stabilisierung gesehen. IFO-Index, Einkaufsmanager-Indizes, aber die bleiben trotzdem noch auf sehr niedrigem Niveau historisch gesehen. Wir sehen also, dass die deutsche Industrie zwar sich ein bisschen stabilisiert, aber noch lange nicht wirklich irgendwo da ist, wo man sagen könnte, okay, jetzt geht es wieder bergauf, jetzt ist das Schlimmste überstanden und es wird sehr viel abhängen von China. Und in Sachen China bin ich relativ skeptisch jetzt für das Jahr 2020. Li Keqiang, der chinesische Premierminister, hat gestern noch mal gesagt, er glaubt, er geht davon aus, die chinesische Führung geht davon aus, dass wir in 2020 noch stärkeren Gegenwind konjunkturell haben werden in China als in 2019. Und das war für China ja schon ein sehr schwieriges Jahr. Durch diese massiven Manipulationen der Notenbanken, wie du sagst, steigen auch die Immobilienpreise massiv. Auch da hast du uns eine Grafik mitgebracht. Genau. Warum ist das so? Naja, das Kapital, das ja reichlich vorhanden ist, das sucht sich Wege und muss irgendwo hin. Es gibt viele Kapitalstellen, Fondsverwalter, Pensionskassen, die müssen irgendwo hin mit dem Geld. Und dementsprechend sind natürlich Vermögensgegenstände wie Immobilien, aber auch Aktien, das muss man wahrscheinlich in einem Zug nennen, sind natürlich gefragt. Wir sehen hier ausgehend von 2015 die Entwicklung zum Beispiel in den 7 Top-Metropolen Hamburg, Berlin, Frankfurt und sehen, dass wir also hier 43% gestiegen sind seit 2015 und das ist natürlich ein bisschen sehr, sehr schnell. Aber wie gesagt, es ist Anlagenot, es ist finanzielle Repression, es ist eine Manipulation der Notenbanken, die letztendlich dafür sorgt, dass der Schmerz, den wir eigentlich erleiden müssten, indem wir den Gürtel ein bisschen enger schnallen, indem die Wirtschaft sozusagen das tut, was die Wirtschaft immer gemacht hat, nämlich in Boomphasen, dann Rezession, Boom, Rezession, jetzt soll die Rezession verhindert werden. Und ob das auf Dauer
Eine gute Idee ist die Frage, weil irgendwann wird wenn diese parabolischen Anstiege dieser Grafiken zu stark werden, die Preisauftriebe zu stark, das wird dann die Spaltung der Gesellschaft noch weiter befördern. Man sieht ja auch in 2019 schon, dass es da eine Verlangsamung gegeben hat. Siehst du in 20 trotzdem weiter so einen starken Anstieg? Wird vermutlich erstmal weitergehen, so ist die Prognose. Warum? Weil jetzt zum Beispiel in 2020 viele professionelle Geldverwalter dann deutsche Staatsanleihen oder die Laufzeit ihrer Staatsanleihen endet. Das heißt, die bekommen dann diese Liquidität zurück, die sie in deutschen Staatsanleihen vor einigen Jahren noch mit ordentlicher Verzinsung angelegt haben. Und dieses Geld muss irgendwo hin. Das wird vielleicht in den Aktienmarkt gehen und es wird natürlich auch wahrscheinlich in den Immobilienmarkt gehen. On the long run ist die Nachfrage nach Immobilien natürlich durch den demografischen Faktor begrenzt. Aber derzeit eben noch der Trend in die Großstädte. Deswegen sieht man hier diesen schwarzen Graph, der am stärksten gestiegen ist. Aber ich glaube, dass dieser Trend auch in einem sehr späten Zyklus bereits ist. Wir sind also in der späten Phase dieser ganzen Entwicklung. Bei so viel billigem Geld, bei so niedrigen Zinsen erwartet man immer irgendwann mal Preissteigerungen. Die haben wir jetzt ganz lange immer noch nicht gesehen. Du hast noch eine Grafik mitgebracht mit den Verbraucherpreisen. Genau. Wie wird da 2020 für dich aussehen? Also der Unterschied ist der, und das ist sozusagen die Grafik, auf die sich ja die EZB und die Notenbank hier in Europa beruft, wir haben zu wenig Inflation. Wir sehen ja hier, dass wir seit 2015 im Prinzip einen Anstieg von 5% der Verbraucherpreise haben, nicht der Vermögenspreise, wichtiger Unterschied. Und dieser Anstieg ist sehr gedämpft. Und das führt dazu, dass die Notenbank permanent glaubt, ja, wir müssen die Inflation nach oben kriegen. Aber genau, dass die Inflation, nämlich die Verbraucherpreise, so niedrig ist, sorgt dafür, dass die eher schlechter gestellten 50% noch einigermaßen gut leben können. Denn in den Supermärkten ist der Preis für die Leute noch absolut erschwinglich. Wenn diejenigen, die eben nicht Vermögensbesitzer sind, die nicht Hausbesitzer sind, wenn die hier plötzlich einen massiven Anstieg der Verbraucherpreise oder mit diesem Anstieg konfrontiert sind, dann wird es unruhig in der Bevölkerung. Das ist eben genau der Punkt. Also die Notenbank versucht im Grunde diese Grafik hier nach oben zu kriegen und kümmert sich nicht um die explodierenden Vermögenspreise, wie wir sie vorhin in dem Chart zu den Immobilienpreisen gesehen haben. Und das halte ich für einen großen Fehler eigentlich. Also die Schere zwischen den Fundamentaldaten und der Kursentwicklung, die wird auch immer größer. Darüber reden wir auch gleich und auch noch über den US-Markt mit Markus Fugmann nach dem Veranstaltungshinweis. Wenn ihr Tipps und Tricks für euer Trading an der Börse haben wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsenseminare der Tradinghouse Börsenakademie. Ihr seht hier die Termine. Es beginnt im Januar in Berlin und geht dann fast durch ganz Deutschland. Und Markus, du bist am 31. Januar in Hamburg mit dabei. Was können die Zuschauer und die Teilnehmer dann da erwarten? Weiß ich selber noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich werde einfach ein bisschen was über Märkte erzählen, über Politik, Wirtschaft und wie das alles zusammenhängt und warum und wieso, glaube ich. Also man kann auch richtig was mitnehmen, egal ob man Anfänger oder Profi ist. Hoffe ich, ja, das hoffe ich. Sehr gut, also ihr habt gesehen, für jeden wird was dabei sein. Schaut auch gerne auf die Webseite www.trading-haus.de und die Termine seht ihr da auch und ihr könnt euch im Prinzip sofort anmelden. Ja, wir wollen jetzt mehr auf die US-Märkte schauen, auch auf Rekordniveau wieder in diesem Jahr. Und du sagst ja, es wird volatiler und unruhiger 2020. Naja, wir haben jetzt in 2018 schon ein sehr volatiles Jahr gehabt, also das Vorjahr. Wir hatten dann diesen Crash, kann man fast sagen, im Dezember. Und dadurch hat natürlich die Wall Street von sehr niedrigem Niveau ausgehend eine unglaubliche Performance hingelegt. Warum hat sie das hingelegt? Weil eben die US-Notenbank eine komplette Kehrtwende gemacht hat. Das, was sie vorher gesagt hat, Bilanz auf Autopilot mithin, also Entzug von Liquidität, Zinsanhebungen auch Entzug von Liquidität, all das plötzlich rückgängig gemacht und das Gegenteil gemacht, dreimal die Zinsen gesenkt, kurz laufende Staatsanleihen gekauft, Milliarden jeden Tag in den Repo-Markt gepumpt und das ist im Prinzip eine liquiditätsgetriebene Rallye, die ein Stück weit allerdings an den Fundamentaldaten vorbeigeht. Das ist das kleine Problem. Und trotzdem stagnieren die Unternehmensgewinne ja in den letzten Quartalen in den USA. Wie passt das zusammen? Gute Frage. Hier sieht man eben die Unternehmensgewinne vor Steuern, before tax. Jetzt gab es ja dann die Steuerreform, die glorreich von Donald Trump initialisiert wurde.
Hier sehen wir also, dass die Gewinne nicht wachsen der US-Konzerne. Was aber wächst, das sind die Kurse. Das heißt, wir haben eine immer größere Schere zwischen Bewertungen auf der einen Seite und eben der Kursentwicklung auf der anderen Seite. Die Klammer dieser ganzen Situation ist eben die Liquidität der Notenbanken. Im Grunde ist den Leuten das völlig egal, wie die Gewinne ausfallen der Unternehmen, solange wir keine Rezession haben, solange die Dinge nicht wirklich abstürzen, sagt man sich, okay, wir haben die Notenbank auf unserer Seite, wir haben die Liquidität auf unserer Seite, also kaufen wir. Und genau das ist der Punkt. Wir haben jetzt 3 Quartale hintereinander eine sogenannte Earnings Recession gehabt. Das heißt, die Gewinne sind zurückgegangen, das Gewinnwachstum ist zurückgegangen, aber die Kurse steigen ungebrochen weiter. Und die Frage ist, wann wird diese Schere zu groß zwischen den steigenden Kursen und eigentlich den stagnierenden bis sogar teilweise schlechter werdenden Fundamentaldaten? Das ist die große Frage wahrscheinlich für 2020. Wobei die Prognose bei vielen immer noch sehr, sehr gut ist für 2020 für US-Aktien. Mhm. Nächstes Jahr steht aber die US-Wahl an. Was wird die mit den Märkten dort machen? Also ich glaube, dass wir vielleicht jetzt im ersten Quartal 2020 noch zunächst mal eine relativ ordentliche Börsenentwicklung sehen können. Aber ich gehe eben davon aus, dass dann die FED ein bisschen das Gaspedal nicht mehr so durchdrückte wie bisher und dass dann eben auch möglicherweise bei den US-Demokraten der Kandidat sich rausschält oder die Kandidatin, die gegen Donald Trump antreten wird. Und je nachdem, wie das laufen wird, dass plötzlich sozusagen die Alternative zu Trump auch greifbar ist, das wird dann schon mal den ersten möglichen Rücksetzer bringen, vor allem wenn es Elizabeth Warren ist, die ja im Prinzip wie die anderen Demokraten auch in den USA all das zurückdrehen wollen, was Trump pro Börse gemacht hat, Unternehmenssteuerreform, all diese Geschichten, die für die Wall Street ja ein reines Fest waren, das würde rückabgewickelt, Aktienrückkäufe wären viel schwieriger, das ist ja ein maßgeblicher Treiber auch dieser Rallye gewesen, also das wird dann ein bisschen schwieriger. Wie viel Trump steckte denn in der Fed drin? In der Fed ist momentan sehr viel Trump, hat man das Gefühl. Man merkt auch, dass seine Tweets in Sachen Fed deutlich freundlicher geworden sind. Es wäre so cool, wenn ihr Quantitative Easing betreiben würdet und die Zinsen noch weiter senken würdet. Davor hat er sie als Vollidioten bezeichnet. Jetzt ist er deutlich freundlicher, weil er praktisch eingestehen muss, dass die Fed das gemacht hat, was er will. Steckt eine Menge inzwischen in Powell von Donald Trump, muss man sagen. Könnte für die US-Börse tatsächlich ein Problem werden, wenn es da eine Neuwahl gäbe dann? Wenn ein demokratischer Präsident kommt, dann werden zentrale Aspekte dieser Rallye, werden sozusagen fundamentale Voraussetzungen werden dann entzogen. Das ist genau das Problem. Und die Märkte werden zumindest einmal das spielen, selbst wenn Trump wiedergewählt wird, glaube ich, dass zumindest einmal gespielt wird, hey, es kann sein, dass er die Wahl verliert. Und das wird für die Wall Street dann einen Rücksetzer bedeuten. Ob das dann eine Kaufgelegenheit sein wird, muss man sehen. Welches junge Nachwuchstalent könnte es denn werden? Bernie Sanders, Michael Bloomberg oder doch Elizabeth Warren? Vielleicht Buttigieg, dieser junge Bürgermeister einer Kleinstadt, der rhetorisch mit Abstand der Beste ist. Bloomberg hat am meisten Geld, hat am meisten Standing, ist richtig erfahren. Aber Buttigieg ist eben jemand, der vielleicht die jungen Leute motivieren kann, der selber Mitte 30 ist und rhetorisch brillant ist. Das könnte ein Überraschungskandidat geben, wenn Bloombergs Geld nicht reicht, um sozusagen die Aufmerksamkeit wirklich auf sich zu ziehen. Wir haben noch 2 Grafiken, einmal Schulden, ja. Da sieht man, die Kurve steigt aber ordentlich an. Genau, wir sehen hier, das ist die Unternehmensverschuldung, wir sehen, dass die im Prinzip sich verdoppelt hat seit der Finanzkrise. Insgesamt kann man sagen, und das ist vielleicht das Problem insgesamt, das wir derzeit haben, seit der Finanzkrise wachsen die Schulden schneller als die Wirtschaft. Vorher war es anders, jetzt ist eben das Problem, dass die Schulden immens schnell wachsen. Und wir haben jetzt im Bereich der Unternehmensanleihen in den USA 50% aller Unternehmensanleihen sind BBB geratet, also praktisch eine einzige Kleinstufe vor Junk, also vor einem Niveau, wo Profi-Investoren eben diese Anleihen nicht mehr kaufen können. Das ist die große Gefahr, dass wir hier sozusagen an der Kippe sind, wo die immense Unternehmensverschuldung ausufert, immer weiter ausufert. Und es würde dann vielleicht eine Abstufung durch eine Ratingagentur wie S&P reichen, zum Beispiel General Electric oder ähnliche Firmen, dass dann sozusagen so eine Art Tsunami losbricht. Das ist für mich mit das größte Risiko, das eben derzeit da ist. Das ist die Unternehmensverschuldung, ist das BBB-Rating, also die große Anzahl von Unternehmensanleihen, die BBB geratet sind. Möglicherweise hat die Fed deswegen diese Kehrtwende vollzogen, um sozusagen hier diesen Tsunami zu verhindern. Das könnte einer der zentralen Aspekte gewesen sein für diese massive Kehrtwende. Ist das ein Risiko, was in 2020 schon zum Tragen kommen könnte?
Durchaus, ja. Also das ist sozusagen ein so parabolischer Anstieg und wir sehen ja schon in anderen Bereichen, zum Beispiel im Junkbond-Bereich, das sind also die Anleihen, die hochspekulativ sind, die Profi-Investoren nicht mehr kaufen dürfen qua Regularien, dass da die schlechteren Bonitäten, also die Anleihen, die noch ein bisschen fragwürdiger sind, dass die schon massiv abverkauft werden. Und es könnte sein, dass sozusagen das dann langsam übergreift, dass sozusagen dann vom Junkbond-Bereich auch in diesen BBB-Bereich, den ich vorhin genannt hatte, dass das übergreifen will. Wir haben auch noch eine Grafik zur Marktkapitalisierung und da sieht man, Aktien in den USA sind recht teuer. Ja, wir sind jetzt auf absolutem Allzeithoch. Wir sind über 150% des BIPs, Marktkapitalisierung an der Wall Street. Gab es so noch nie, gab es selbst hier im 2000er New Economy Boom nicht. Also geschweige denn hier vor der Finanzkrise, wo wir eine absolut intakte Immobilienblase hatten. Also man muss sich schon überlegen, ob man jetzt einsteigt. Man kann vielleicht sozusagen dieses Pferd weiterreiten, solange die Notenbanken eben diese Unterstützung bringen. Wenn die aber weniger wird, dann werden diese Bewertungsniveaus eben früher oder später ein Problem. Und das ist sozusagen das Risiko, dass man fährt wahrscheinlich in 2020. Also man merkt, insgesamt 2020 wird ein schwierigeres Jahr, einfach von der Einschätzung hier auch. Was empfiehlst du denn Investoren, Anlegern jetzt zu tun, sich wie aufzustellen? Na, zumindest wenn man Aktienengagements hat, auch Absicherung zu fahren, vielleicht auch sowas wie Gold ins Depot zu legen, Dinge ins Depot zu legen, die auch funktionieren, wenn es mal nicht so läuft, möglicherweise auch Hedges zu machen, also dass man sozusagen ein bestehendes Depot absichert durch Put-Optionen, um einfach auch mal für solche Rückschläge gewappnet zu sein. Ich gehe davon aus, dass China sehr schwierig wird jetzt in 2020, dass also die chinesische Konjunktur nochmal Probleme bekommt, dass dieser Handelsdeal, der ja scheinbar schon in trockenen Tüchern zu sein scheint, dass der nicht so wirklich in trockenen Tüchern ist. All das sind so Faktoren, dass man ein bisschen das Risiko rausnimmt, durchaus die Welle noch reitet, solange die Notenbank eben die Welle erzeugt. Aber irgendwann wird auch die Notenbank eben ein bisschen zurückfahren. Gibt es Länder oder Branchen, die besonders interessant werden könnten? Wir sehen ja, dass die deutsche Industrie derzeit große Schwierigkeiten hat. Eine Adidas hat eine größere Marktkapitalisierung als Volkswagen. Halte ich persönlich für ein bisschen überzogen. Der Umsatz von Adidas ist ein Bruchteil davon. Der Gewinn ist ein Bruchteil davon. Also wir sehen schon, dass dieser ganze Konsumsektor natürlich sehr, sehr gut läuft. Ob der weiter so gut läuft, hätte ich durchaus, Zweifel, ob das so ist. Konkrete Branchen ist immer ein bisschen schwierig, müsste man sehen. Klar, Wasser ist ein Thema, alternative Energien ist ein Thema, künstliche Intelligenz ist ein Thema, aber da müsste man dann wirklich schauen, genau schauen, welche Werte sind es, die man da rauspickt. Als Sektor alleine ist das ein bisschen zu allgemein. Und jetzt hau noch mal einen raus, wo stehen wir denn Ende 2020? Beim DAX oder beim S&P? Beim DAX. Würde ich sagen, wo stehen wir jetzt? Bei 13.000, schaue ich da drauf, 13.210. Ich glaube, dass wir so um 12.000 stehen werden. Also doch nicht so optimistisch. Das werde ich meinem Ruf gerecht als notorischer Nörgler an den Bullen, ja, und sage, es wird nicht mehr so fließen. Ich glaube, dass das zweite Halbjahr schwieriger wird als das erste. Das könnte man vielleicht sagen, dass deswegen möglicherweise der DAX jetzt im ersten Halbjahr nochmal neue Allzeithochs macht, aber dann sozusagen in den Herbst rein eine Korrektur absolvieren wird. Und der S&P? S&P ist die Konsensschätzung an der Wall Street, 3.400 Punkte, also nochmal gut 200 Punkte drauf. Würde ich auch denken, dass wir vielleicht bei 3050, 3100 sind. Aber ich muss mich da wahrscheinlich nicht so sehr rechtfertigen dafür. Ne? Markus, also, das ist unsere Silvestersendung. Jetzt musst du doch was Positives am Ende raushauen. Es wird alles besser, meine Damen und Herren. Wir haben eine strahlende Zukunft und ich freue mich, dass wir gemeinsam in diese Zukunft gehen. Ich wünsche wunderbare Silvester. Machen Sie es gut und ich freue mich, wenn auch nächstes Jahr alles weiterläuft. Auch mit dir, Manuel, und mit dir, Sissi. Auf jeden Fall gibt es viele Themen. Jede Bestimmt. Menge. Die Themen werden uns nicht ausgehen, da bin ich mir sicher. Vielen Dank, Markus, dass du Sehr da gerne, warst. Guten Rutsch ja, für euch. Sissi, dir auch. Ein schönes neues von Jahr. Von mir auch, natürlich. Euch vor allen Dingen. Wir sehen uns 2020 genauso hier wieder an der Börse. Danke fürs Zuschauen in diesem Jahr. Bis 2020 allen einen guten Rutsch. Und wenn euch das Video noch gefallen hat, gebt uns ein Like und kommentiert gerne. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.